Weiter mit Jurassic World Evolution 2. Mit unseren Dinosauriern. Wir haben einen furchtbaren Sturm heil überstanden, Gott sei Dank. Und haben mittlerweile wieder ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Zwischenzeitlich waren wir dick in den Miesen. Das sah echt übel aus. Aber wir haben uns gerettet. Alles in Ordnung. Irgendwo wird angezeigt, es gibt einen Verletzten. Da hatten wir uns eben aber, glaube ich, schon drum gekümmert. Und er wird, glaube ich, rübergeflogen. Wird rübergeflogen zu unserem Doktor. Hier vorne hin. Da kommt er gerade an. Dann wird geheilt, dann wieder weg. Geld ist mittlerweile wieder da. Hier müssen wir dringend mal Treibstoff nachfüllen. Ah, das ist sehr teuer. Wenn man, ja, gehen wir auf Nummer sicher. Ein bisschen ja, mehr nicht. Mal schauen, wie es den anderen Notfallgeneratoren geht. Ich gebe mal ein bisschen, bei der Geschwindigkeit gehe ich mal auf doppelte Spielgeschwindigkeit, damit wir mal ein bisschen Geld wieder reinbekommen. Treibstoff geht so, 57. Hier sind Unmengen. Hier ist so ein bisschen. Ich fülle mal eine kleine Summe nach. So. Dann schauen wir mal, ob hier genug Treibstoff ist. Ja, das sollten wir auch mal nachfüllen hier. Bei den Rangern. Behandlung abgeschlossen unseres Dinos. Kann wieder retour. Ein Parasaurolophus. Wieder zurück in sein Gehege. Hier bitte hin. Bestätige Anfrage zur Produktabnahme. Dann schauen wir uns mal die Brutgehege an, wie es da aussieht. Hier können wir einen ausbrüten. Ah, das war ganz mies. Das machen wir aber nicht. Das war echt. Das hat es ja sowas von gar nicht gebracht. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte, ob mittlerweile alles repariert ist. Alles gut. Keine Probleme im Augenblick. Einziges Problem: Geld ist echt knapp. Im Moment traue ich mich jetzt nicht zu expandieren. Parkbewertung ist mittlerweile wieder auf den zweiten Stern hoch nach dem Sturm. Wir brauchen zwei weitere Saurier-Spezies. Wir brauchen noch mehr Gäste und mehr Geld einnehmen, aber die Hauptsorge ist eher, wir brauchen noch zwei weitere Spezies. Und die bekommen wir über Expeditionen und Eier, ne? Bestätige Produktzustellung. Und eine Sache wollten wir doch machen, wir wollten hier eine höhere Sichtbarkeit bekommen, indem wir den Park kleiner machen. Ich kann mich erinnern, das können wir auch jetzt schon mal hinbekommen. Das ist der Sichtkegel hier von der Beobachtungsstation. Plus der Sichtkegel, der sich bewegt durch die Bahn. Wir könnten hier rechts das so ein bisschen verknappen. Das Gehege war ja groß genug und das machen wir jetzt. Das heißt, wir bauen hier ein neues Gehege rein. Kostet Geld. Können wir uns aber leisten. Hier so rüber. Ach, das ist gar nicht so teuer. Das geht. Das Gehege war riesengroß. Das ist alles okay. Hier hin. Das wird gebaut. Das ging echt vom Preis her. Da können wir die hier hinten abreißen. Und jetzt ist die Sichtbarkeit automatisch eine andere. Und das sollte auch die Parkattraktivität steigern, weil die Dinos jetzt immer eher in der Sichtweitekegel hier drin sind. Das sieht schon mal viel besser aus jetzt. Und es sollte eigentlich von der Größe des Geheges ausreichen. Man kann die Anzahl der Autos pro Tour erhöhen. Schreibt Stepa und wie das denn die? Gucken wir uns das mal an. Das war hier vorne. Tourroute bearbeiten. Nein. Mehr Fahrzeuge. Gehen wir auf 10 rauf. Wie viel kann man raufgehen? Na, das ist zu krass. 15, dann ist ja ein bisschen. Wir gehen mal auf 10. Dann hätten wir die Sichtbarkeit auch erhöht. Gute Idee, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Läuft. Dann ist irgendjemand krank, wurde gerade gesagt. Oder ist hier gerade jemand angekommen? Nee, ne? Ist ein Dino krank? Ja, hier vorne ist ein Dino krank. Welcher ist es? Der hier hinten. Dann bitte einmal den Doc rüberschicken. So.
Alles klar. Parkbewertung stabil bei 2. Geld fließt. Mittlerweile 1,4 Millionen auf der hohen Kante. Das mit dem Fahrzeug ignorieren wir mal. Es läuft gut. Es läuft gut. Wir bekommen es hin. Ob ich die in dieser Mission, fragt Red Scavenger, die Dinosaurier per Genmodifikation auch andere Farbe und Musterung geben kann, kann ich. Habe ich nicht gemacht, weil ich fand, dass das sah, hat mich nicht so interessiert. Verletzung. Wir haben einen Scan hier. Gebrochene Klaue. Kann der das selber hier machen? Ist das nur eine kleine Verletzung? Kann er selber in Ordnung bringen? Ja. Kann er selber machen. Ach, wisst ihr was? Das mache ich aber wirklich selber jetzt hier. Das machen wir selber. Hey, nicht abhauen. Du hast eine gebrochene Klaue. Einmal behandeln, bitte. Ja. Ich habe damit, dass ich ihn mit dem Gewehr beschossen habe, seine gebrochene Klaue in Ordnung gebracht. Frag nicht nach den Details. Frag nicht nach. Einfach nicht nachfragen. Andy ist zufrieden. Ich habe auf ihn geschossen. Andy ist glücklich. So. Wenn wir auf zwei, wir könnten schon mal ein bisschen noch ein paar Expeditionen durchführen. Wir schauen mal bei den Wissenschaftlern. Die sind alle fit. Könnte noch ein bisschen bessere Forschung betreiben. Da haben wir auch lange nicht mehr gucken. Strom. Kraftwerke, mehr Output. Alles okay, brauchen wir nicht. Eins zurück. Attraktionen. Oh, ja, das ist cool. Dann sind die Gäste glücklicher. Wir können den Gästeattraktionen mehr Module hinzufügen. Das machen wir unbedingt. Deshalb brauchen wir jemand mit Logistikpunkten. 9 Logistikpunkten, die beiden hier. Aufgabe bitte einmal starten. Teuer Geld. 500.000. Krass. Sehr, sehr krass. Schon ist das gute Geld wieder weg. Forschung läuft im Hintergrund, doppelter Geschwindigkeit. Wir schauen nochmal nach. Bei den Fossilien, da können wir doch auch Geld machen. Ich glaube, die Platin, das kann man verkaufen. 450.000. Da können wir ja auch an Geld rankommen. Den verkaufen wir hier. Wissenschaftler rein um Platin. Wir brauchen 3 von denen hier, das Madrivera. Da kriegen wir viel Geld bei. Sehr schön. Fossilien läuft, Forschung läuft ebenfalls. Bei den Velos noch weitere Tiere einsetzen könnte sein, Stepa. Können wir machen. Parkbewertung? Ja. Läuft gut. Wir sind zufrieden, wir kriegen es hin, Gewinn ist da, alles fein. Viel Geld jede Runde. Es kommen immer mehr Gäste. Ich will nicht deshalb, im Chat wurde ich gerade gefragt, warum nicht noch mehr Velos? Deshalb nicht, weil wir haben nicht so gute Velo-DNA. Wir könnten mal gucken, die ist nur bei 54. Wir könnten mal gucken, ob wir bei Expeditionen noch bessere bekommen, dass wir bessere Velos noch hinkriegen. Wir könnten einen weiteren Triceratops allerdings machen. Kostet Geld, aber das machen wir mal. Da ist die DNA so toll. Moment, hatten wir nicht gerade schon einen erforscht? Da ist ja einer. Eier auswählen. Das sind immer doofe Eier. Das machen wir nicht. Dann werden die Eier aussortiert. Und nochmal bitte. Oh, die sind beide nicht so gut. Da müssen wir erstmal weg. Machen wir später. Da müssen wir erstmal hier vorne die Forschung beenden. So viele Fossile wie möglich gleichzeitig machen, kostet nicht mehr Geld. Ach, man kann Fossilien unterschiedlichen Types auch gemeinsam extrahieren? Das wusste ich gar nicht. Merken wir uns mal. Dann, hier ist weiterhin alles okay. Map passt, alles okay, alles gut.
Doppelte Spielgeschwindigkeit. Gleich, da sind die Gästeattraktionen fertig. Und wir können jetzt hier dem Kino, ne? Dem Let's Play Kino. Wir bearbeiten die. Ja, viel mehr Sachen liefern. Attraktionen bearbeiten. Wir schauen mal rein hier oben. Gewünscht von allen. Alles gleichermaßen. Kann man jetzt mehr machen oder andere? Hä? Jetzt komme ich gerade nicht mit. Wir hatten doch gerade Ach, das sind vielleicht gar nicht die Kinos, sondern die andere. Wir haben doch das gerade erforscht, oder dass man die Kinos noch, dass man denen noch andere oder mehr Module geben kann. Das hatten wir doch gemacht. Das war doch hier vorne. Attraktionen bearbeiten, das sind nur so Skins und andere Geschichten. Und die haben wir im Augenblick eingerichtet. Wir können keine weiteren oder können wir bessere machen? Ich verändere mal die beiden. Im Kino geht das nicht. Na toll. Also hier werden auf jeden Fall keine Optionen angezeigt. Aber wo ging das denn sonst so? Wir gucken uns mal die anderen an. Einmal Ingwerbier, ob das da greift. Nee, hier haben wir auch nicht mehr Slots. Was haben wir denn gerade überhaupt erforscht? Wofür habe ich denn gerade teuer Geld ausgegeben? Das war doch Gastkomfort? Nee, das war Einrichtungen. Auch nicht. Mehr Konfigurationsoptionen. Wo waren wir nochmal gerade? Nicht mehr Slots, sondern eine größere Auswahl. Ja, ob uns das so sensationell weiterhilft, weiß ich gar nicht. Dann lassen wir das mal weg. Das haut mich nicht so vom Hocker. Dann schauen wir uns die Dinos mal an. Wir haben ja sehr viele. Wir wollten ja Dino-DNA verbessern. Wir wollten die Velo-DNA verbessern. Mal gucken, was passiert, ob wir das hier hinbekommen können. Nee. Doch, hier. Das haben wir alle schon. Ach, dann können wir andere Tiere uns holen. Zugang zu weiteren Ausgrabungsstätten. Freigeschaltet, freigeschaltet. Und da brauchen wir eine höhere Parkbewertung, bevor das geht. Okay. Mittelgroße und große Pflanzenfresser. Gepanzerte Pflanzenfresser. Den können wir erforschen, den Stegosaurier. Dann werden uns vielleicht auch weitere Plätze auf der Karte angezeigt. Gehen wir einmal hier hin. Schicken eine Expedition rüber. 7 Logistikpunkte und den Bonus. Machen das. Ah ne, schnellere Expedition ist egal. Die 7er Punkte holen wir uns hier. Ne, wir brauchen nur einen Punkt. Wir brauchen nur einen einzelnen Punkt hier. Ne, 4, ach das hier vorne, 4 von denen. Das heißt, die 5 hier vorne, Rivera macht das so. Mit der Rivera und die Forschung läuft. Kann man eigentlich zwei Forschungen parallel machen, weiß das einer? Kann man zweimal zwei Dinge parallel erforschen? Dinosaurierbeschaffung. Verbesserung des Syntheseprozesses. Hatten wir schon. Gebäude-Upgrades für die Brutstätten. Man kann so viel forschen, wie man will, parallel. Gebäude-Upgrades für die Brutstätten. Dann machen wir das auch mal. Wir brauchen einfach nur 5 Logistikpunkte. Einmal so. Okay. Forschungen laufen. Eine Expedition immer nur zur selben Zeit als im Chat, aber ansonsten kann man viele Dinge parallel machen. Okay. Hi, Martin, Videogame Mystery. Danke dir. Jetzt erst gesehen, entschuldige bitte. Danke fürs 14. Abo. Freut sich ganz arg auf die Weihnachtsfeier und lässt ein dinohaftes Abo da.
Loki Doki, danke bei dir fürs 9. Abo. Leider gerade erst gesehen. Ich hoffe, du bist noch da und holst dir mein Dankeschön ab. Ich glaube, bei allen anderen habe ich mich bei Maxter bedankt. Eventuell auch bei Maxter nicht. Falls Maxter noch im Chat ist, ein nachträgliches Danke von mir. Danke an Maxter fürs allererste Abo. Forschung läuft. Gedoppelte Spielgeschwindigkeit machen wir mal. Schnellere Synthese. Karim. Ich hätte gerne einen weiteren Triceratops. Zwei Millionen. Stegosaurier. Stegosaurid freigeschaltet. Und das Brutstätten-Upgrade ist da. Okay. Jetzt machen wir erstmal das hier vorne. Upgrades. Was gibt es? Zusätzliche Brutkästen brauchen wir nicht. Erweiterte auf. Erhöht die Synthesechance des Eis um 50%. Das heißt. Erhöht die Synthesechance jedes Eis? Es entsteht aus DNA entstehenden Eier. Ich glaube, die meinen nicht, dass jedes Ei die Synthesechance erhöht, sondern dass aus der DNA mehr Eier entstehen. Sowas in der Art. Klingt auf jeden Fall cool, sollten wir machen, ne? Installiert. Zweiter. Weitere Brutkästen brauchen wir nicht. Sturmabwehr gönne ich uns mal. Geld rausgehauen. So, jetzt lassen wir mal dringend nochmal Gehege bauen und noch ein weiteres. Nochmal weitere Dinos holen. Wir gehen einmal. Wahrscheinlich sind erstmal mehrere unserer Wissenschaftler erschöpft. Stress, oh Gott. Alle müssen sich bitte einmal ausruhen. Das ist echt krass hier. Und wenn die sich zu Ende ausgeruht haben, dann können wir Expeditionen starten. Doppelte Spielgeschwindigkeit läuft. Geld wird gescheffelt. Fahrzeuge fahren. Kann ich auch selber machen. Nee, was für ein Tempo. Wo sind denn die ganzen Dinos, wenn man sie mal braucht? Hier drin nicht. Vorsicht, die Damen und Herren. Vorsicht. Passe ich da durch? Ja, ne? Ja, geht da. Einmal ins Gehege rein. Chef selbst am Steuer. Hey, Vorsicht. Rechts vor links. Frechheit. Da ist ein Dino. Den beobachten, ja? Hallo. Schon wieder weg. Oh, ich kann sogar durch Baumstümpfe durchfahren. Jetzt will ich mal was rauskriegen. Jetzt hätte ich gern was gewusst. Ja. Jetzt wollen wir nochmal was ausprobieren. Einfach nur so, just for fun. Ah, das ist, ja, ein Bug. Ich habe einen Bug entdeckt. Das war ein Bug. Das war nicht WB, macht alles doof und falsch. Das war ein Bug, ganz, ganz sicher. Wissenschaftler sind gleich zu Ende ausgeruht. Und dann können wir eine Expedition starten. Let's Scavenger. Was war das damals für ein Gefühl, auf einem Velociraptor zur Schule zu reiten? Da haben die anderen Kinder doch sicher freiwillig das Milchgeld überlassen. Und das Kakaogeld auch noch. Ah, wie das in dir schreibt, dadurch hätten wir jetzt die Überlebenschance der Eier erhöht. So, so. Alle Wissenschaftler fit. Geld ist auch da. Leute, wir starten eine Expedition. Jetzt. Das ist unser Expeditionszentrum hier vorne. Karte. Und jetzt müssten eigentlich weitere
Orte frei, ja, in Europa weitere freigeschaltet worden sein? Deutschland, Solnhofen-Formation, Compsognathus. Das sind neue Sauriersorten. Die haben wir noch gar nicht, ne? Da müssen wir von klein anfangen. Und hier vorne können wir noch welche verbessern. Hier können wir den Parasaurolophus verbessern. Dann noch ein paar weitere kreieren. Da bin ich eigentlich sehr für. Den treiben wir mal hoch hier. Schicken erstmal die bestehenden verbessern. Einmal rüber. Kostet 300.000. Dann nochmal in die Forschung gehen, was es Feines gibt. Medizin. Vielleicht können wir unseren Tieren mehr helfen. Oh Gott, da sind die ganzen Voraussetzungen nicht erfüllt. Hier schon, aber das haben wir auch schon erforscht. Genmodifikation. Ach, wir können weitere Genome hinzufügen von anderen Tieren, damit die fitter werden. Super, machen wir sofort. Können wir alles machen? Ja, cool. Starke Immunreaktionen. Dann werden die nicht so Dürretoleranz. Effizienterer Stoffwechsel, Härte der Zähne und Klauen, Gruppenanpassung. Das ist mir doch alles gut. Anpassung an enge Räume, das könnte bedeuten, dass sie nicht so viel Platz brauchen und trotzdem glücklich sind. Das könnte deren Sichtbarkeit erhöhen für unsere Besucher, oder? Was ist denn Mehrfachspeziesanpassung? Das heißt vermutlich, dass. Ah, da ist ja erklärt. Verringert die Chance, dass ein Dinosaurier das Merkmal intolerant erhält, okay? Ach, rechts ist immer alles erklärt. Ein Saurier kann eher belastbar werden, anderes weniger. Wir klicken mal auf Stärke des Herz- und Lungenmuskels. Das klingt doch okay. Tiere sind fitter. Machen wir einmal. Wird gemacht mit hier bitte. Kostet 100.000 und raus. Nein, den ersten Teil habe ich nicht gespielt, David. So, gehen wieder auf Zweiergeschwindigkeit. Expedition läuft. Wisst ihr was? Wir machen das doch anders. Wir hatten doch hier vorne das Wissenschaftszentrum. Und schwerfen um einen Blick. Wir haben Sturmabwehr. Ich mache stattdessen Extraktionskapazität erhöhen, oder? 1 Million. Nee, dann nicht. Komm. Da ist ja schon wieder die Hälfte vom Geld weg. Jetzt ist die Forschung fertig. Jetzt können wir unsere Genome modifizieren. Und die Expedition ist, glaube ich, auch gerade fertig, ne? Ploppt jetzt hier was auf? Hatten wir denn gerade nicht eine Expedition beendet? Hallo? Hallo? Expedition fertig. Wo kann ich das gucken? Oder muss. Nee, ich glaube, ich muss einfach hier hin. Und die Fossilien ansehen und die extrahieren. Genau, und die sind alle neu hier. Das bringt uns Geld. Hautabdrücke, das bringt uns alles ja nur Geld. Den haben wir noch gar nicht, ne? Den Dilophosaurus.
Dilophosaurus, immer noch gar nicht. Wir könnten anfangen, den zu züchten hier. Ja? +26 +59 wird uns angezeigt. Wissenschaftler dazu. Schnellere Extraktion. Rivera macht's. Und weiter. Guten Abend an Sylvie und an alle anderen. Hi Caro. Erstes Mal hier gepostet. Liebe Grüße an dich. Wir gehen mal wieder auf doppelte Spielgeschwindigkeit. Fossilenextraktion läuft. In der Brutstätte können wir jemanden ausbrüten. Aber das ist ja alles doof. Das machen wir beides nicht. Sehe ich nicht ein. Jetzt können wir auch gleich alle Eier aussortieren, bitte. So, Fossilenextraktionen abgeschlossen. Wir schauen mal, ob uns das reicht. Ob wir einen 85% machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Das reicht mir völlig aus. Da können wir mit arbeiten. Genom modifizieren. Also ist nicht 100, aber das ist schon mal sehr gut. So, bekommt wieder diese beiden hier. Das hier wäre fitter. Und wird das nicht gegen kränkelig anarbeiten? Ich glaube ja, ne? Das ist langlebiger. Fitter. Erhöht die Regenerierungsrate von Ausdauer. Ist das Gute gegen kränklich? Ich kann nur raten. Was meint ihr? Hilft uns das, damit der bringt also als Spezies eine Schwäche mit, die Schwäche kränklich mit? Meint ihr, das hilft, ist was anderes? Ja. Da könnte man in der Forschung gucken, ob wir irgendetwas finden, was gezielt gegen kränklich ist. Können wir mal gucken, in der Forschung. Aber sonst müssen wir den die ganze Zeit wieder verdoktern. Müssen wir ihm immer Ärzte hinschicken. Geht einmal in der Forschung gucken. Starke Immunreaktion. Belastbar? Ja. Verringert die Chance, dass ein Saurier kränklich erhält. Das wird einmal erforscht. Sehr gut, machen wir. Ah, jetzt erkenne ich auch die Kombination. Eben haben wir ein bisschen gerätselt, worum es da geht. Okay. Dann macht das bitte wieder Rivera. Nee, hier vor oben. Karim, dann sind die bleiben länger einsatzfähig. Einmal starten. Forschung läuft. Geht auch fix. Wir schauen mal, ob wir vom Dilofo und Dingsbums noch mehr Erbgut bekommen. Ich glaube, da hatten wir keine mehr, ne? Doch, hier noch einen. Dann nehmen wir den nochmal mit. Der ist schon bei 90. Der Para ist bei 71. Dann geht es auf 19 hoch. Nochmal. Dann ist auch schon fast alles. Dann können wir noch ein bisschen Geld hier mitnehmen. Und das war's dann. Wissenschaftler zuweisen. 3 Reagenzglaspunkte. Rivera macht's. Da geht's auch schneller. Klasse. Sehr schön. Nee, wir haben noch keine guten Zäune. Karum haben wir noch nicht freigeschaltet. Forschung läuft. Wir hatten länger keine Probleme hier. Ich misstraue dem Ganzen. Mittlerweile relativ viel Geld. Können wir mal gucken, ob unsere Notfallgeneratoren... Oh ja. Die machen wir mal... Bringen wir mal auf in Ordnung. Zumindest ein bisschen.
So, jetzt sind die Forschungen durchgelaufen. Schritt Nummer eins, sind alle unsere Wissenschaftler fit, sind es. Jetzt einmal rüber in den Brutreaktor. In die Brutstätte. Die war. Moment bitte, wo ist der Eingang? Hier hinten? Hier vorne. Da war sie. Erstmal Wissenschaftszentrum? Nee. Nee, hier rein. Hier rein. Saurier synthetisieren. Und dann ist der Paraben 89. Genom modifizieren. Das war langlebig. Das ist es hier. Belastbarkeit. Das heißt, seine natürliche Schwäche. Hey, Genommerkmalschance. Durstig plötzlich? Ach, ich bin beim Falschen. Ich bin beim falschen Tier. Wir wollten den hier nehmen. Entschuldigt bitte. Darum geht's ja. Also. Der hat die Schwäche kränklich hier rechts. Und damit machen wir kränklich in Ordnung. Die DNA des grauen Riffhais, des Carcharhinus amblyrhynchos, verringert die Instabilität des Genoms, wodurch sich die DNA besser selber reparieren kann. Risiko, Krankheiten zu entwickeln, ist wieder futsch. Machen wir. Ja, fein. Drei Modifikationen verfügbar. Können wir nur eine immer machen? Ich glaube, wir können immer nur eine einsetzen oder können wir mehrere einsetzen? Nee, wir können nur eine immer einsetzen, oder? Haben wir nur einen Slot? Immer nur einen pro Stufe, okay. Machen wir einmal den hier. Warum geht das gerade nicht? Was mache ich gerade falsch? Warum kann ich da nicht draufklicken? Was übersehe ich gerade? Es müssten alle drei gehen, heißt es jetzt doch im Chat. Aber ich kann das hier nicht anwenden. Warum kann ich das nicht anwenden? Ich gehe noch einmal wieder raus. Ich mache es nochmal. Genom modifizieren. Darauf klicken. Ach, das rote Symbol heißt vielleicht, dass das nicht geht bei dieser Art. Ein Tooltip gibt es nicht. Schieberegler erhöhen. Was für ein Schieberegler? Wo ist denn hier ein Schieberegler? Drück mal den Pfeil nach rechts. Ah! Wir können um 1, um 2 erhöhen. Und dann wird der Preis teurer. Ach, wir haben doch drei Slots. Okay. Das heißt, so erhöhen wir den um 1. Und machen die negative Geschichte weg. Und jetzt kann man das noch kombinieren, zum Beispiel mit langlebig oder Ausdauer regenerieren. Ich erhöhe mal die Langlebigkeit. Ja, es geht. Sehr schön. Und jetzt erhöhen wir noch das die Fitness. Der ist schon bald. Können wir den auch erhöhen? Das geht nicht. Wir haben alle drei Möglichkeiten gemacht. Also wir können auch nicht nochmal, ne? Nee. Das heißt, wir können zwei einsetzen. Zwei Modifikationen können wir einsetzen. Das haben wir gerade gemacht. Einmal haben wir was Negatives weggemacht und einmal was Positives gesteigert. Okay. Speichern und beenden. 154.000 ausgeben. 91 Wissenschaftler zuweisen. Synthese Karim. Aufgabe starten. Jetzt bin ich sehr gespannt. Bereit zum Ausbrühen? Brühen? Ich will ihn nicht berühren. Ich will keine Suppe aus den Mahnen. Das ist mir gerade so rausgerutscht. Ich habe Hunger. Wir synthetisieren gleich den nächsten. Genom haben wir schon modifiziert. Einmal hier drauf. Kari macht es bitte nochmal. Nein, es gibt keine Dino-Suppe austrennen. Nie und nimmer. Boah, geht das schnell hier? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Gute Eier? Ja. Oh ja. Oh ja. Wow. Top. Großartig. Tolle Eigenschaften, drei Tiere entstehen. Ich bin total begeistert. Das kann beim anderen auch nicht besser sein. Und beim Ausbrüten ist das unser Fachmann hier. Wir machen gleich die anderen danach auch noch, damit wir gleich viele von denen in einem Gehege haben. Super. Boah, sind das viele. Klasse. Komm, die nehmen wir alle. Das sind so kleine. Ge Oh, wir haben gar nicht so viel Geld. Jetzt bin ich gleich schon wieder pleite. Ich warte einen Moment ab, bis wir mehr Geld haben. Ich gehe bei der Spielgeschwindigkeit auf die Dreifache. Wir sammeln ein bisschen Geld ein, erstmal wieder, ja? Bisschen Geld sammeln. Vielleicht können wir sogar beinahe noch Fossilien verkaufen. Aber ich glaube nicht mehr. Ja, hier gibt es etwas Geld. Aber wir verlieren 50.000, gewinnen etwas. Das lohnt sich nicht. So, ich würde mal sagen, wenn wir so 2 Millionen haben, oder? Dann gehen wir hin und brüten alle aus, brauchen dann wieder ein neues Gehege. Setzen die dann ein schickes neues Gehege hin, haben dann eine fünfte Saurierart. 6 brauchen wir insgesamt, dann kommen auch mehr Gäste. Läuft gut.